Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch, ja, zu einem kurzen, knappen Video, hoffe ich jedenfalls, zum WinX-DVD Ripper Platinum. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, wie ihr schon seht. Ich habe da so einen Ordner offen. Und ich wollte euch das Programm mal gerne vorstellen. Das sind die gleichen Macher, also die hinter der Software stecken, wie hinter dem Videoproc. Vlogger, was ich euch gezeigt habe, dieses gratis Videobearbeitungsprogramm. Und ja, die haben mich nochmal gefragt, ob ich halt das gerne vorstellen wollen würde. Das passt mir natürlich super in Kram, weil ich viele, ich habe hier schon ein paar vorbereitet, viele alte DVDs habe, die man sichern müsste, die es halt nicht mehr gibt. Ich habe hier mal einen Stapel gemacht, also kann ich euch ein bisschen was zeigen. Die nicht mehr gibt oder beziehungsweise sowieso nur auf DVD gibt, wo es keine Blu-ray gibt oder was weiß ich. Und da kommt dann natürlich eine Sicherung ganz gut. Ihr könnt euch mit dem Programm die Daten als ISO sichern, ihr könnt MP4, ihr könnt für jedes Format euch die Daten zurecht machen. Das werde ich euch auch gleich alles zeigen. Kommen wir mal zu den Filmen, die ich jetzt, also die ISO-Datei, die ihr sieht, und Vikings habe ich halt nur kurz angemacht, um zu testen. Valhalla ist eine komplette Version. Hier, ich habe jetzt zum Beispiel, das ist Valhalla, den habe ich mir komplett umgewandelt. Dauert um die 30 bis 40 Minuten. Habe ich die Zeit, oh, die sieht man im Programm, habe es auch gemessen. Dann Inkompetent, das ist eine Band aus dem Nachbarort, die heißen jetzt Inge und Heinz, habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Die Wikinger mit Charlton Heston. Ja, den gibt es auch mittlerweile auf Blu-ray. Valhalla gibt es nicht auf Blu-ray. Und ich habe geguckt, die gebrauchte DVD von Valhalla, die wird bei Amazon gerade für 35 € gehandelt. Also, ja. Oder hier Privatparts, gibt es auch nur VHS und DVD. Gibt es auch keine Blu-ray, das ist Howard Stern, das ist so ein ganz umstrittener Radiomoderator in Amerika gewesen oder immer noch, ich habe keine Ahnung. Ich fand den Film ganz lustig. Oder Pulp Fiction habe ich auf DVD, Good Will Hunting, Spawn, natürlich die 18er-Variante war. Das sind so ein paar Klassiker, die man gerne noch gucken wollen würde und die man sich gerne zu Hause wegpackt. Wir machen das jetzt einfach mal mit Howard Stern und die Wikinger nochmal gleich. So. Dass ich euch das mal so zeigen kann. Wir nehmen erstmal die Wikinger. Ich habe hier auch so ein externes DVD-Laufwerk angeschlossen. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Zweimal USB, einmal für Strom. Einmal für die Datenübertragung, wird auch vom PC einwandfrei anerkannt. Ich glaube, es ist aber nur ein Lesegerät und kein Brenner. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. So. Super. So. Aber kommen wir erstmal zum Programm. Ihr habt hier DVD, ein Abbild, also ISO, dann Ordner, löschen, also dann löscht er das, was hier drin ist, und Option. Bei Option haben wir jetzt schon eingestellt auf Deutsch, Ausgabeort, weil er hier festgelegt, Computer abschalten, nee, wollen wir eigentlich nicht. Also den, hier, Quatsch, das ist der, dass er den Ordner dann öffnet, wenn er fertig ist. Und dann hier könnt ihr die Ordner festlegen. Ihr könnt auch komplett andere Ordner machen. Ihr könnt auch sagen, öffnen, und dann öffnet er den Ordner. Zack, bumm. Oder hier Pictures. Ja, dann ist er bei meinen Bildern natürlich drin. So. Fertig. Dann haben wir hier Hardware, Intel und Nvidia. Ja, das i kann ich hier irgendwie nicht anklicken. Dann habe ich hohe Qualitätseinstellung nutzen und ich mache einfach nochmal aus, dass ihr das mal seht, wenn es komplett an ist. So, wir machen das einfach mal komplett an. So, geht auch schnell an, wie ihr gesehen habt. Ja, und dann habe ich hier hohe und hier, wenn ihr dann drückt, Interlave-Videos. Manche haben ja, gibt ja so Interlave-Videos in irgendwelche Formate und dann sieht das halt besser aus.
Ich nehme auch alle 8 Kerne, der kann die komplette Geschwindigkeit nehmen. So, dann Optionen waren wir schon drin. Löschen ist löschen, also löscht er alle raus. Ordner, könnt dann Ordner auswählen, automatisch erkennen. UDF-Datei oder ISO, wenn wir jetzt hier zum Beispiel. Kann ich gar nichts anklicken, aber wir nehmen jetzt einfach mal. Diesen Ordner auswählen. Will er nicht, weil die ISO nicht bestimmt wahrscheinlich nicht komplett da ist. So, Abbild, da können wir auch auswählen. So, die ISO, das ist jetzt die ISO, die ich hier drin habe. Die ist nicht vollständig. Ich habe da nur 2-3% gemacht vom Film. So, und dann hat er den Film jetzt hier drin und dann kommen wir hier gleich zu den Einstellungen. Das sehen wir aber gleich nochmal, wenn wir den Film richtig einscannen werden, weil hier ist er nicht richtig drin. Der steht zwar von der Zeit hier alles komplett da, aber ihr seht dann, hier hinten ist er nur schwarz. So, also löschen. Also wenn ihr eine ISO habt, die ihr erstellt habt, könnt ihr die damit einlesen. Oder Disk, dann könnt ihr auf, also wenn die irgendwo auf dem PC liegt. Disk ist halt von Disk. Ja, wenn ihr auf dem Disk eine ISO habt oder mehrere ISOs, oder UDF-Dateien, dann könnt ihr das hier machen. Ich mache automatisch erkennen, die Wikings, bumm. Jetzt müssen wir hier kurz warten. Der scannt jetzt die ganze DVD. Und dann können wir uns auswählen, welches Format möchten wir denn zum Schluss haben. Also wir fangen jetzt an. Also wir haben jetzt ein Ausgabeformat. Was soll es denn später ergeben? Ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Man kann die Qualität auch noch verbessern. Ich werde euch das gleich auch noch zeigen. Hab damit aber schlechte Erfahrung gemacht, dass ich dann teilweise nur Ton hatte, kein Bild und so. Ja. Also wie gesagt, ihr könnt dann halt auch eine DVD zu einer ISO erstellen. Ihr könnt ein MP4-Video erstellen. Zack. Dann haben wir hier MP4 drin. Hier oben steht MP4 dann. Wir können auch Fetch. Hier nochmal rauf. So. Wir können auch ein Backup erstellen, Haupttitel der DVD kopieren, voller Titel. Wir können auch Apple, iPod, wir können für Fernseher optimiert machen. Hier unten haben wir nämlich die TV, ihr könnt auch einen TS-Ordner machen, wie ihr auf normale von DVDs kennt, nur Musik. Und hier TV, nehme ich jetzt einfach Samsung. So, und dann haben wir hier noch den Schieberegler, den wir dann angucken könnt. Hier, der ist auf mittig. Wir können natürlich langsam machen für High Quality oder Low Quality. Ist okay. Also da habe ich keine negative Erfahrung gemacht, wenn er mittig steht. Ja, da braucht er so im Schnitt eine halbe Stunde für eine DVD. So, und dann sagen wir einfach mal okay. Dann seht ihr hier die kompletten Einstellungen. Ihr könnt dann halt so die Bitrate vom Audio, könnt ihr dann auf, sagen wir, 192 hochsetzen. Kanäle 2, 4, 6. Ja, AC, hier haben wir nur den AC-Ton. Die Bitrate 48 zum Beispiel. Die Videobitrate könnt ihr ändern. Da hatte ich aber das Problem, da hatte ich zwei verschiedene Sachen getestet und dann hatte ich immer schwarzes Bild. Also da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Den Codec können wir auswählen, wenn zur Verfügung ist bei verschiedenen Sachen. Hier haben wir jetzt nur den H264 logischerweise. Und wir können auch Original-Bildqualität behalten, Bildfrequenz behalten oder wir können halt hochsetzen auf 30. So. Oder Auflösung halt Original und dann können wir halt bis 1080p machen. Ich lasse Original, das habe ich auch versucht. Habe ich 1080p gewählt, hatte auch nur ein schwarzes Bild und Ton. Deswegen da einfach lieber auf Nummer sicher gehen und das alles so lassen. So, und das andere wollen wir alles nicht. Das ist alles Menüscheiße, was wir nicht brauchen. Untertitel und Werbespots für irgendwelche anderen Sachen und was weiß ich. So, dann haben wir hier Titel 2. Das ist auch immer gleich angeklickt. Also der Haupttitel, also praktisch, ihr macht eine DVD rein. Die Hauptdatei ist immer gleich mit einem Haken versehen. Alles andere ist alle Schrott, was wir nicht brauchen.
Werbespot für andere Filme und was weiß ich, also alles. Das braucht ihr alles nicht. Das braucht ihr auch nicht mitmachen. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, könnt dann mitrippen, aber ist Quatsch. Und dann habt ihr dann halt hier, steht dann welches Format. Ist jetzt schon 16:9. Wir haben hier den Ton, ist AC3, German, 2 Cinch, in Englisch und in Spanisch sind es auch 2 Cinch. Manchmal habt ihr auch, dann haben die 6 Cinch und wir haben nur 2 Cinch. So, Untertitel haben wir auf Untertitel deaktiviert. Wir können natürlich auch aktivieren, hier Polnisch, Dänisch und was weiß ich, aber es ist Quatsch, wozu brauchen wir einen Untertitel? Wir wollen den Film ja einfach nur gucken. Und hier können wir dann nochmal editieren. Da können wir dann halt von hinten die Schrift am Ende wegschneiden. Jetzt rechnet er erstmal eine Weile. Also da sind wir komplett. Oh. Frei in eurer Machart. So, wenn ihr das dann alles eingestellt habt, dann haben wir hier oben noch die Einstellungen. Für und dann können wir dann jetzt sagen, ich möchte das gerne ohne Freizeichen, ohne Unterstrich haben. Und Titel soll auch nicht DVD, sondern Wikings sein, Wikings. Ich mache mal die ISO-Datei, ist mein Ordner, vielleicht brauche ich sie nochmal, um es fortzuführen. Zack. Oh, und dann Künstler, Genre und Kommentar. Da könnte man dann natürlich drin schreiben, dass es von, was weiß ich, wann der Film ist. Hier haben wir den dann bei Prime Video. Und den gibt es mittlerweile halt auch auf Blu-ray für 18 Euro, VHS 8 Euro, DVD 9 Euro und Prime bei Line 3,99 Euro, kaufe 8,99 Euro. Dann könnt ihr dann halt hier die Informationen rausnehmen. Erscheinungsjahr, Laufzeit. Und dann nehmen wir hier einfach die Daten, die fügen wir dann hier einfach ein. Dann nehmen wir das raus. So, und dann haben wir uns halt praktisch das erstellt. Und das seht ihr dann in den Informationen. So, und dann sagen wir einfach okay. Dann haben wir das so eingestellt. Hier oben könnt ihr dann noch eine Update suchen, wenn ihr wollt. Aber ich habe jetzt gerade auf dem aktuellen Programm. Hier ist euer Profil. Da könnt ihr dann euer. Ich habe eine OEM-Lizenz. Wir haben so eine Lizenz zur Verfügung gestellt. Netterweise. Ihr habt da Brief. Da könnt ihr dann den Support kontaktieren. Da steht halt wie. Dann Information. Also Fragezeichen. Da habt ihr dann halt Deutsch. Da stellt ihr die Frage für das Programm ein. Ja, und mehr ist ja eigentlich nicht. Und hier unten der Ordner für Ziel. Und hier Hardware beschleunigt, habe ich durch Intel und Nvidia gemacht. Ich habe gedacht, das ist besser. Ja, und dann hat die Qualität eingestellt. Und dann braucht man einfach nur Run drücken. Dann läuft es. Da muss man jetzt kurz warten. Der rechnet jetzt erstmal, wie lange das dauert. Und da seht ihr schon. The Vikings, Teil 2. Weil Teil 2 steht hier, Teil 2, das kann man dann später noch rauslöschen. Und er rechnet halt immer noch. Montane FPS sind es bei 114. Ich dachte nicht, dass der Film so viel hat. So, und verbleibende Zeit haben wir noch 36 Minuten Zeit. Muss man jetzt hier warten. Hier unten steht es ja jetzt 31 Minuten. So im Schnitt braucht der. Achso, ich habe gerade überlegt, ich bin ein bisschen durch heute, wegen der FPS. Valhalla hat 25 Bilder die Sekunde.
Also das Originale. Ich habe es wie das Original übernommen. Also hier steht ja noch nichts. Gut. Man braucht da einfach nur ein bisschen Zeit. Und ihr könnt auch dazu, wenn ihr mehrere habt und da DVDs, die ihr umwandeln wollt, macht jeden Tag eine, bevor ihr zur Arbeit geht. Und dann macht er da halt hier unten einen Haken rein. Bei Computer schaltet sich nach Konvertierung aus. Dann lässt er, macht den an, macht da die DVD rein, die ihr umwandeln wollt, stellt alles ein, sagt ran und dann los und dann unten einen Haken drin, dass er sich dann ausschaltet. Wenn er nach Hause kommt, ist der PC aus. Und ja, der Film ist fertig und nächsten Tag macht er die nächste. Dann läuft er halt, wenn ihr nicht da seid und ihr seid fertig, wenn ihr zu Hause seid. Und so könnt ihr dann nach und nach eure komplette Reihe halt umwandeln. Ich habe ja auch noch mehr hier. Ich habe von meiner Mama damals gekriegt, vor 20 Jahren, so alt ist das schon, habe ich gekriegt, Steiner, das Eiserne Kreuz 1 und 2 ist ein Antikriegsfilm oder sind Antikriegsfilme aus Deutschland. Wirklich geil gemacht. Die gibt es leider auch nicht auf Blu-ray. Doch, nee, Quatsch, Teil 2 habe ich mal auf Blu-ray gesehen, aber Teil 1 nicht. Es sind auch alt, also da, ich glaube nicht, dass sie da in der Qualität noch großartig was ändern können, wenn sie die auf Blu-ray pressen. Deswegen reicht mir das so aus, die Weg auch dann umwandeln und auf Festplatte machen. Mache ich jetzt jeden Tag so ein bisschen, dann From Dusk Till Dawn. Da gibt es dann halt schon eine 4K-Version wahrscheinlich. Ist ja schon was neuer. Aber hier Steiner, 20 Jahre alt. Hier Hooligans mit dem Frodo-Darsteller, wo ich immer den Namen vergesse. Wo er seine Schwester besucht und so. Und er wird von der Uni geschmissen. Auch ein richtig, richtig geiler Film, den werde ich mir auch umwandeln. Den habe ich auch noch nicht auf Blu-ray gefunden. Und der reicht mir so eigentlich hoch aus. So oft gucke ich den nicht. Und Dogma. Auch absolut cooler Film. Die wandle ich mir dann um, dass ich sie mir dann ab und zu mal angucken kann. Weil ich sag mal so, warum sollte ich jetzt für zum Beispiel für Dogma 3 oder 5 Euro ausgeben, um mir den auszuleihen bei Amazon oder bei einem anderen Dienst oder so. Wenn ich ihn auch hier habe. Einfach umgewandelt, auf Festplatte gezogen und fertig ist. Ja, aber genauso könnt ihr natürlich auch andere Dateien reinmachen. Ihr müsst jetzt hier nicht unbedingt eine DVD rippen. Ihr könnt dann halt natürlich auch Ordner auswählen oder so. Das ist natürlich auch möglich. So. Dann würde ich sagen, ich lasse es noch laufen. Wir machen gleich noch weiter. Wir haben zwar jetzt soweit alle dazu gesagt, aber ich mache kurz Pause, damit ihr dann seht, den Endeffekt von The Vikings, wenn wir das fertig sind mit Bearbeiten. Wir brauchen jetzt noch um die 22 Minuten, so lange mache ich jetzt hier Pause. Und dann sehen wir uns gleich. So. Jetzt ist auch gleich vorbei. Noch 2%, nee, 1%, fertig. Und schon hat er Vikings hier und öffnet auch gleich den Ordner, weil ich das dir gesagt habe, den Ordner gleich öffnet. Jetzt sind wir bei 14.09 Uhr. Ich muss mal in der Aufnahme dann gucken, wann wir die gestartet haben, die Rippen. Und dann wissen wir, dann schreibe ich das in die Aufnahme. Dann seht ihr nicht, wie lange wir gebraucht haben. Aber wir gucken uns mal schnell die Eigenschaften an. Wir sind hier bei Details. Ja, hat er gar nichts übernommen. Schade. Ja, nur den Namen. Der hat nur den Namen übernommen. Und 25 Bilder die Sekunde. Ja, das bleibt, das ist ja auch. Steht das nicht auf den alten Dingern irgendwo drauf? Mehr als 25 war da damals auch gar nicht drin. Der Film ist von 1958. Also hier. Also nicht wundern, dass da wenig FPS sind. Also das war nicht mehr möglich. Und selbst die DVDs, die neuer sind, die haben auch alle immer nur maximal 30. Mit 60 steht aber, glaube ich, nicht drauf. Mit 60 FPS, da kam ja erst später und Full HD und sowas alles.
So, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt erstmal hier die DVD raus. So, ihr seht, da sind dann auch welche Cleantester. Und so sieht die dann von innen aus. Und mit ihm als Wikinger und dann die Kapitel und so. Fertig. So. Wir machen den auch nochmal an, dass ihr das, die Qualität sehen könnt. Ich lasse aber den Ton aus. Nicht wundern, die Qualität sah wirklich so aus. Das ist... Also es ist nicht außergewöhnlich, dass das jetzt hier so aussieht. Also... Ich kann euch... Wir können ja doch noch mal schnell die Originalversion machen, da könnt ihr das sehen. Nicht, dass ihr euch erschreckt, dass das Bild jetzt so schlecht aussieht. Es ist eine sehr alte DVD. Und ein sehr, sehr alter Film. Tja, dann kann ich es euch leider nicht zeigen. Will halt nicht öffnen. Aber macht nichts. Die Qualität ist gleich geblieben. Ist eine 1:1 Kopie. Auch wenn es jetzt ein bisschen schlecht aussah. Aber das ist halt dem geschuldet, dass der Film von 1958 ist und halt auch eine ältere DVD ist. Hier hinten steht es drauf irgendwo da. Ich hoffe, da kann man den vielleicht erkennen, dass es... Hier ist der Finger, da. 1958. Und der wurde halt so, wie er ist, wurde der gemacht. Und hier mit Kopierschutz, und, oh, das ist egal nicht. So. Aber die alten Dinger kannst du ja aushebeln. Wie gesagt, ich unterstütze keine Raubkopien. Es sind alles DVDs, die ich wirklich selber habe, die ich mir nur zu Sicherungszwecken, weil sie demnächst bestimmt kaputt gehen werden, weil sie sind eigentlich jetzt schon ziemlich alt. Und halt, weil ich nicht immer wechseln möchte, die sollen im Schrank bleiben, damit sie nicht kaputt gehen. Und die Originalen möchte ich gerne schonen. Und ich habe auch noch die ganzen Heinz Rühmann an Feuerzangenbowle und was weiß ich. Die möchte ich mir dann auch noch umwandeln und auf Festplatte ziehen. Dass ich dann für jetzt für Heiligabend, da werden wir und beziehungsweise Silvester, werden wir auch wieder Silvesterpunsch gucken und Feuerzangenbowle und was weiß ich alles. Meine Frau ist nicht begeistert, weil die mag das nicht, aber das gehört bei mir zur Tradition dazu. Weihnachten mache ich ihre Tradition mit und da muss sie dann durch, dass wir Feuerzangenbowle gucken. Aber egal. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden Träumchen. Ist ein schönes Programm, ein schnelles Programm. Könnt ihr euch alles schnell und sicher sichern. Wie gesagt, ihr könnt es halt auch zu einer ISO machen. Also, oder eine ISO halt auslesen könnt ihr auch und die Datei dann irgendwie auf Festplatte sichern. Das ist natürlich alles überhaupt kein Problem. Ich glaube, ich habe auch gar keinen Brenner, wenn es bei mir, glaube ich, nur ein Lesegerät. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin. Odin.